das hat sie wohl nicht kommen sehen. Schlagersängerin Beatrice Egli wird bei diesem Schnappschuss eiskalt von einer Windböe überrascht. Da bleibt nichts mehr, wo es hin soll. Ihre blonde Mähne wirbelt wild durch die Luft. Scheint, als müsste sich die Schweizerin erst noch an die rauen Nordseewinde gewöhnen. Eigentlich ist sie doch die heimische Berglandschaft gewohnt. Anlässlich eines Konzerts hat es Beatrice jetzt aber in den hohen Norden verschlagen. Auf Sylt, der deutschen Nordseeinsel der Reichen und Schönen, kämpft sie sich durch den Wind. Auf einer Fahrradtour berichtet die ehemalige DSDS-Siegerin ihren Fans von ihren Erlebnissen und ihre Haare machen, was sie wollen. Ich bin jetzt schon auf Sylt, mache die Entdeckungsreise für morgen mit dem Fahrrad. Ich freue mich auf morgen. Gegenwind hin oder her, das scheint dem blonden Sonnenschein nichts auszumachen. Wie gewohnt behält sie ihre positive Einstellung und steckt uns mit ihrem sympathischen Lächeln an. Eitelkeit kommt da nicht in Frage. Die Sängerin fühlt sich in der Natur eben einfach wohl. Egal ob in den Bergen, am See oder wie jetzt in den Dünen. Beatrice genießt ihre freie Zeit am liebsten in der Natur. Das hat sie auch in Australien gemerkt, wie sie uns auf der Fashion Week in Berlin erzählt. Oh, ich habe eine dreimonatige Auszeit in Australien gemacht und eigentlich meine Zeit hauptsächlich in der Natur verbracht und gemerkt, manchmal braucht es nicht viel für die Schönheit des Lebens. Egal wie erfolgreich Beatrice als Schlagersängerin auch sein mag, ihrer Natürlichkeit ist die 31-Jährige immer treu geblieben. Sie ist und bleibt eben ein echtes Naturmädchen. Da kann sie auch über diese kleine Frisurpanne lachen.